Hochleitner, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich eigentlich über eine Alterskarriere, von dir, Martin, als Lobbyist bezeichnet und im Programm steht Sammler. Also ein Kunstsammler sollte eigentlich Kunst sammeln. Darüber freuen sich die Künstler und auch die Galeristen. Er sollte sich sammeln und nicht reden. Also, wenn er doch reden muss oder darf, worüber sollte er eigentlich reden? Reden könnte er über Freundschaft und über Liebe. Freundschaft zu einem Maler und Liebe zu seinen Arbeiten. Ich denke, das steht einem Sammler ganz gut zu Gesicht. Von der alten Residenz bis da herüber sind es ja nur ein paar hundert Meter. Aber dazwischen liegt ein nahezu gesamtes Künstlerleben und auch eine langjährige Freundschaft. Ich möchte Ihnen gern erzählen, wie es begonnen hat mit dieser Freundschaft. Es war im Jahr 1967 und ich bin eigentlich sofort erschrocken beim Nachrechnen, das ist jetzt schon fast wieder 46 Jahre her. In der alten Residenz da drüben, also gleich links nach dem Portal, befand sich die Tischlerei des Herrn Denker, der uns damals mit vielerlei Rahmen versorgt hat. Und gleich dahinter lag die grafische Werkstatt, die sich heute im Traglihaus befindet. Diese grafische Werkstatt war eine eigene kleine Welt, in der so manch Großer am Stein und auf der Kupferplatte gearbeitet hat, bei Verwartenpfuhl, Herbert Breiter, Kurt Moldermann, Rudolf Radl, Hans Gruckenhauser, der heute da ist. Ich habe die Namen erwähnt, im Talmud steht, jedes Individuum stirbt zweimal, einmal den physischen Tod und einmal, wenn er vergessen wird. Und daher ist es gut, sich an die alten Meister hier zu erinnern. Dort in dieser grafischen Werkstatt erschien also nun ein langhaariger und langbärtiger junger Mann mit dem Wunsch, seine ersten Lithografien zu gestalten. Ich durfte eine mitgebrachte Mappe durchblättern und da waren sie schon zu sehen, die grünen Bäume des Frühlings, das Gelb der Rapsfelder, die dunklen Alleen, die Gottfried Salzmann später als ein Sinnbild des Lebens bezeichnet hat. Man sieht das Ende nicht und doch kommt es ihm ständig näher. Ende des Zitates. Aber auch Zeichnungen waren drin in der Mappe. Wunderbar atmosphärische Blätter, alle Nuancen nützend, die mit dem Kohlestift möglich sind. Schon damals wusste ich, und jetzt wird es natürlich doch ein bisschen persönlich, von solchen Blättern möchte ich gern umgeben sein. Mit solchen Blättern leben und alt werden. Also, ein erstes Glas Wein, erste Gespräche, erste Angreife, der Beginn einer Freundschaft. Gottfried Salzmann hatte damals schon sein Studium an der Akademie der Bildenden Künste in Wien bei Sergius Pauser beendet und war an die École des Beaux-Arts in Paris übersiedelt. Er hat aber an einer Gruppenausstellung der Salzburger Künstler im Künstlerhaus teilgenommen. Dort hat Friedrich Welz mit seiner legendären Nase für Qualität zwei Aquarelle angekauft und die erste Einzelausstellung in seiner Galerie für 1968 vereinbart. Diese Ausstellung war der Start für eine erfolgreiche Karriere eines Künstlers aus Saalfelden, der seine Werke dann später in über 250 internationalen Einzelausstellungen in nahezu allen Staaten Europas, in den USA, in Japan, auf den Philippinen etc. zeigen konnte. In den mehrfachen Museumsausstellungen sei insbesondere die Albertina in Wien 1982 hervorgehoben, denn ihr lag die großzügige Schenkung der Sammlung Wolfgang Kraninger zugrunde, mit über 150 Arbeiten. Eine Auswahl an Zeichnungen wurde zuletzt 2012, Martin Hochleitner hat schon hingewiesen darauf, im Kubin-Museum in Zwickleb gezeigt. Doch noch einmal zurück in meiner Erinnerung. Unsere erste Besuchsreise nach Paris führte uns in die winzige Wohnung in der Rue de Saint-Ange im obersten Stockwerk, nur über ganz steile Stufen mühsam zu erreichen. Aber oben hingen in leuchtender Farbigkeit die Bilder des roten Himmels von Longwy, die Spiegelungen im Kanal de Lourdes und da war auch dieses wunderschöne Mädchen mit diesen großen Augen und den langen Haaren, die ein wenig an Juliette Gréco, die Muse von Montparnasse, erinnert hat.
Nicole Bonté wurde später ebenfalls eine äußerst erfolgreiche, international erfolgreiche Malerin. Sie war schon damals und sie ist es bis heute eine unvergleichliche Gastgeberin. Und wir durften auch das Erwachsenwerden der Kinder mit beobachten. Der Sohn Stefan ist heute in leitender Position beim französischen Rundfunk. Die Tochter Nieves hat wohl auch die künstlerische Ader der Eltern geerbt. Sie ist selbst erfolgreiche Malerin und unterrichtet an der Kunstakademie in Nizza. Und, ganz große Überraschung, heute sitzen schon zwei Enkelkinder da, Paul und Juliette. Gottfried Salzmann hat seine neue Heimat in Frankreich gefunden. Paris, Bourges, die Normandie und die seit vielen Jahren die Côte d'Azur waren und sind die Mittelpunkte seines Lebens. Aber es gab immer wieder Verbindungen zu seiner Heimat, zu Salzburg. Und ich bin ganz sicher, dass er heute glücklich ist über die Ausstellung hier im Salzburg Museum. Ebenso wie er wahrscheinlich glücklich ist über das gerade erschienene Buch zu seinem 70. Geburtstag. Gottfried Salzmann ist keiner, der seine Gefühle nach außen trägt. Er ist eher ein Stiller, sensibel und klug, der nur ungern allzu Persönliches voreilig freigibt. Manchmal verrät er seine Empfindsamkeit in den Titeln, die er in seinen Zeichnungen aufscheinen. So heißt eine, die Straße, die zu meiner Liebe führt. Oder eine andere, La, je suis resté le temps d'une aquarelle. Hier bin ich die Zeit eines Aquarells geblieben. Und so sehe ich ihn auch manchmal vor mir, in einer Frühlingslandschaft, das tun, was er wirklich kann, malen und zeichnen. Es muss beglückend sein, es so zu vermögen wie Gottfried Salzmann. So hat es der unvergessene Freund Walter Korschatzky einmal formuliert. Ich wünsche Ihnen sehr viel Freude mit dieser Ausstellung. Danke.